okay. Zumindest für eine Weile. Ich dachte schon, ich... Danke. Die Zivilisten haben Ärger. Ich komme. Hören erst auf, wenn sie drin sind. Hey, ihr Viecher! Legt euch doch mit mir an! Nein, nein, nein! Bleibt nicht weg! Ich hab keine Angst! Wir müssen reden. Wem sagst du das? Überall tauchen Nester auf. Ich schick dir die Koordinaten. Gut. Pass auf dich auf, Mann. Das ist echt schlimm. Harry. Ich finde dich, Kumpel. Ich finde dich. Irgendwo. Der Anzug ist kein Alien, oder? Zeit für ein Miles Morales Original, weißt du? 1:1. Sieht gut aus. Was ist los, Mann? Harry hat den Meteoriten. Ich, ja. Konnte ihn nicht stoppen. Connors meint, wir können ihn nicht retten. Wir müssen... Ich darf ihn nicht verlieren. Nicht nochmal, Miles. Ich sah mehr als ich in deinem Kopf. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Sie wollte dich retten. Sie wollte uns alle retten. Sie hat nie an sich gedacht. Auch nicht, als sie kaum atmen konnte. Wenn May, mein Vater, wenn sie hier wäre, sie würden nicht wollen, dass wir an sie denken. Sondern, dass wir Menschen helfen. Und kämpfen. Harry ist noch da drin. Und wir werden kämpfen, um ihn zurückzuholen. Dann sag an, Coach. Wir teilen uns auf und schwärmen aus.
Du findest den Meteoriten, ich räume das Nest. Alles klar, Spider-Man. Mal los. Nicht beeilen und weiter zum nächsten. Der Countdown kann beginnen. Das hat dich wohl erschreckt, hä? Es muss echt wichtig sein, wenn du dich deshalb so zur Wehr setzt. Ich höre diese Stimmen. Ich höre sie auch. Such weiter nach dem Meteoriten. Lass dich nicht verwirren. Das ist nicht Harrys Stimme. Stimmt. Du hast recht. Ruf an, wenn du fertig bist. Konzentrier dich, Pete. Den Leuten, die zu Symbionten werden? Wir wissen sicher. Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf! Wo geht es hier raus? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Du, Peter, wir. Ich gehöre hier nicht hin! Du auch nicht, Harry! Komm schon, Miles! Komm schon! Lass dich vom Unheil bringen, Peter. Das ist der falsche Weg, Harry! Das weißt du! Pete und ich!
Wir werden dich retten! Haley? Was zeigst du mir da? Bitte, komm zu uns. Der Meteorit unter der U-Bahn-Station in Harlem, neben der Brücke. Bin unterwegs! Aber warte auf mich, Mann! Harry, er ist hinter dir her! Ich muss zu Haley, warte auf mich, ja? Wow, wow, langsam! Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Hab eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich hab ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist dort? Ich mein's ernst, Pete. Gib mir 10 Minuten. Du schaffst das nicht allein. Gut, ruf an, wenn du fertig bist. Sorry, Miles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Da ist der Eingang zur U-Bahn. Bestimmt hat Miles recht. Und der Meteorit ist dort. Ich muss nur die Brücke freiräumen. Bleibt alle in euren Autos! Ich lasse sie nicht an euch ran! Ich weiß, du bist hier! Du hast uns gefunden. Ja, ich bin hier, Kumpel! Hilfe! Ich weiß! Halt einfach durch! Ich komme! Komm schon! Sie kommen aus dem U-Bahn-Tunnel! Der Meteorit muss unter der Erde sein! Bannen! Bitte, rede mit mir! Ich muss in die Tunnel, aber ich kann die Leute nicht zurücklassen! Zeit für sowas. Vielleicht. Nein. Reiß dich zusammen. Gleich geschafft. Harry! Kannst du mich hören? Bleib einfach unten. Ich finde dich, Kumpel. Ich komme. So, der U-Bahn-Tunnel. Hey, ist alles okay mit Haley? Noch nicht. Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten. Halt durch! Haley! Nein! Was machst du denn hier? Ich wollte dich retten. Du bist unglaublich. Ich mag dich so sehr. Und ich glaube, du magst mich. Möchtest du ausgehen? Auf ein Date? Ist das ein Ja? Dann ist das ein Date. Wenn das hier
alles vorbei ist. Pete! Bin unterwegs! Pete? Harry, hinterlass eine Nachricht. Hey, Kumpel. Ich habe mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry, ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum, unser Traum, die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Ich sehe keinen Stein. Nicht? Warte, ich bin gleich bei dir. Danke für die Hilfe, Pete. Wir möchten dir etwas zeigen. Harry, was hast du? Wir sind geheilt. Endlich verheilt. Das können wir allen. Aber wir brauchen dich bei uns, Pete. Die Welt heilen. Gemeinsam. Hey, Bro! Nicht cool. Wir müssen hier weg.
Alles okay, Mann? Wir müssen MJ anrufen. Ich weiß, wo der Meteorit ist. MJ, wir müssen uns alle bei Mays Haus treffen. Was ist da draußen los? Der Meteorit, in dem der Symbiont steckte. Er verwandelt damit die ganze Stadt. Ich weiß, wo er ist. Und wir stehlen ihn. Zeit für einen Schlachtplan. Bin dabei. Bis gleich zu Hause.